Der Landkreis Elbe-Elster und der Klimaschutzmanager Kurt Seidel von der Stabsstelle Kreisentwicklung organisierten den ersten Tag der Elektromobilität auf dem Verkehrsübungsplatz der Kreisverkehrswacht Elbe-Elster in Massen. Fachliche Unterstützung kam von der Team Red Akademie GmbH. Regionale und überregionale Unternehmen präsentierten am 20. September Elektrofahrzeuge, Dienstleistungen rund um die E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und Speichertechnologien und standen für Fragen der Besucher bereit. Gottfried Richter, Amtsdirektor im Amt Kleine Elster, erinnert sich an das erste Elektroauto aus Finsterwalde-Massen. Das Auto, wie es Herr Landrat schon gesagt hat, ist in der Station Junger Techniker in Zusammenarbeit mit der FIMAG entwickelt worden. Und als wir damals die FIMAG, die nicht betriebsnotierenden Liegenschaften der FIMAG übernommen haben, gehörte dieses Auto mit zum Inventar, aber es war eigentlich weg. Es war 15 Jahre lang schlicht weg. Ich selber habe das Auto zum ersten Mal gesehen, nicht in der Station Junger Techniker, sondern beim Sängerkarneval in Finsterwalde, als man in Nauendorf das Prinzenpaar dort reinchauffiert hatte. Und deswegen ist das Auto dann erst bei den Leuten ins Bewusstsein gekommen. Vorher war das mehr oder weniger eine technische Neuerung, die es im Rahmen der Messe der Meister von morgen, für die, die sich daran noch erinnern können, sogar bis in die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens gebracht hatte. Und wir haben uns dann gefreut, dass wir das Auto an den Ursprungsort, nämlich auf den ehemaligen Grundstücken der FIMA, wieder zurückgehabt haben. Das Autohaus Frank Richter aus Finsterwalde hat dann eine Sanierung im alten Zustand übernommen. Deswegen, also es sah nicht so aus, wie es jetzt aussieht, als wir es aus der Scheune geholt haben. Und dann haben wir uns entschlossen, das Auto der breiten Öffentlichkeit zur sichtbaren Verfügung zu stellen. Und das steht jetzt im Energieservice Center in der Gemeinde Massen im Sitzungssaal der Gemeindevertretung. Da gibt es natürlich noch viele Storys darüber zu berichten. Letzten Endes haben wir den Sprung dann in die Moderne der Automobilität, der Elektroautomobilität geschafft. In der DDR ist dieses das einzige und erste Elektroautomobil mit einer Teilzulassung, was überhaupt entstanden ist. Also wir waren zu der Zeit schon richtig weit voraus. Viele Gäste zog es auch zum begleitenden Vortragsprogramm in die Kröger Gesundheitspassage. Der Gastgeber, die Kreisverkehrswacht Elbe-Elster e.V., machte zudem interessante Angebote rund ums Mobilsein, wie Reaktionstests, Sehtests oder die Simulation mit Rauschbrillen. Der Großteil der zurückgelegten Strecken ist auch im Landkreis Elbe-Elster kurz genug, um problemlos mit Elektrofahrrädern, E-Mopeds oder E-Autos zurückgelegt zu werden. Die reinen Elektrofahrzeuge der ersten Generation kommen etwa 100 bis 200 Kilometer weit und sind damit für den überwiegenden Teil der Autofahrten bestens geeignet. Doch die Batteriekapazität legt stetig zu, die Ladezeiten verkürzen sich enorm. Dadurch gewinnt auch das Thema Elektromobilität neue Dynamik. Das Angebot an Fahrzeugen reicht heute vom Kleinen bis zum Sportwagen. Der Landkreis Elbe-Elster legte dabei seit der Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000 als Klimaschutzregion mit ausgewählten Projekten vor. Mit Klimaschutz ist eine Kunst und Klimateller regional genial wurde unsere Region deutschlandweit bekannt. Derzeit steht die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes im Mittelpunkt, wobei der Sektor Mobilität von großer Bedeutung ist. Naja, wir müssen uns ja alle der Herausforderung stellen, auch die Emissionswerte im CO2-Bereich, dass die verbessert werden, dass wir einsparen. Dazu gibt es politische Absichtserklärungen und dem schließt sich ja der Landkreis Elbe-Elster nicht aus. Wir haben einen Klimaschutzmanager als Person eingestellt, der sich nur um das Thema kümmert und wir haben ein Klimaschutzkonzept und dieses wollen wir erreichen auch mit Emissionseinsparungen ganz konkret. Und wir haben bei den Betrachtungen und Analysen festgestellt, dass das Thema Mobilität ein riesiges Einsparpotenzial mit sich birgt. Und Elektromobilität ist in aller Munde. Die Entwicklung geht ja ständig voran. Wenn ich daran denke, an die Batteriespeicherkapazitäten, an die Preisgestaltung, an die Reichweite, so dass es auch alltagstaugliche Autos gibt, die wir hier im ländlichen Bereich einsetzen können. Und es geht im Freizeitbereich mit den Pedelecs eine wunderbare Sache für Jung und Alt. Aber wenn ich daran denke, dass wir mittlerweile 30 Automobile haben, die unterwegs sind und in den nächsten 3 Jahren 200 neue Modelle von der Automobilindustrie angekündigt sind,
in dem Bereich Elektromobilität ist es an der Zeit, dass im Landkreis Elbe-Elster im Rahmen eines solchen Veranstaltungsformates Erfahrungen ausgetauscht werden, auf neue Entwicklungen hingewiesen werden und dass man auch sieht, wie kann die Elektromobilität im ländlichen Bereich zu einer erhöhten Mobilität beitragen, zukünftig. Elektromobilität ist ein Teil der weltweiten Mobilitätswende und zugleich ein Treiber für die Wirtschaft. Nicht nur am Markt der privaten Pkw nimmt der Verkauf von E-Autos mit neuen Modellen Fahrt auf. Auch im gewerblichen Sektor bewegt sich einiges. Ja, die Post ist ein Beispiel, dass man nicht lange diskutieren muss, wenn man davon überzeugt ist, dass man ein Konzept und eine Zielstellung dann und daran arbeitet, dieses verwirklicht. Und es scheint ja zu funktionieren. Wir als Verwaltung sind schon seit mehreren Jahren dabei, dass wir unseren Fahrzeugpark umgebaut haben auf emissionsarme Fahrzeuge. Es ging erst los mit der Umrüstung auf gasgetriebene PKWs, Dienstfahrzeuge. Und wir haben mehrere Automobile im Bestand im Bereich der Elektromobilität. Da versuchen wir alltagstauglich auch Erfahrungen zu sammeln, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben. Und ich kann Ihnen sagen, diese Autos sind ständig im Einsatz. Sie werden sehr gerne genommen. Das hängt zum einen dran mit dem tollen Fahrgefühl, aber auch mit der Geräuschkulisse. Das ist verträglich und es macht ganz einfach auch Spaß, mit Elektromobil unterwegs zu sein im Landkreis. Highlight an diesem Tag war nicht etwa ein Elektrofahrzeug, sondern vielmehr das erste weltweit in Großserie hergestellte Auto mit Brennstoffzelle, der Toyota Mirai. Er fährt mit Wasserstoff und ist in 3 Minuten aufgetankt. Die Reichweite beträgt, wie bei den meisten Benzinern, rund 500 Kilometer. Hinten raus kommt aber nicht das schädliche CO2, sondern einfach nur etwas Wasser. Mirai ist japanisch und bedeutet so viel wie die Zukunft.